Alexander Skriabin feiert in diesem, also nicht er, sondern wir, die Musikwelt, feiern seinen 150. Geburtstag in diesem Jahr. Und aus diesem Anlass habe ich mich entschlossen, auch nach Rücksprache gerade mit unserer Trompetenklasse, sein Werk Le Poème de l'Extase aufzuführen. Natürlich habe ich aufgrund der derzeitigen Situation dann überlegt, was gibt es eigentlich für Musik aus der Ukraine. Und so kam ich auf Boris Latuschinski, einen Zeitgenossen Schostakowitschs und Prokofjews, möchte ich sagen. Ich weiß, dass Schostakowitsch ihn sehr geschätzt hat. Grazina, das ist eine symphonische Dichtung nach einem Poem des polnischen Dichters Adam Mickiewicz. Und dies dann kombiniert sozusagen mit Skriabin, und dann vorher habe ich eine andere große Freiheitsgeschichte rausgesucht, nämlich Beethoven Egmont nach dem goethischen Drama, also wo es auch um die Freiheit geht. Also Skriabin wollte sich vielleicht eher von dieser Welt wegbewegen, weil er mit ihr nicht zurechtkam oder sie nicht als das Ideal sah, sondern er strebte nach einer Transzendenz. Aber wo und wie diese Ekstase erreicht und wird und wie sie geschieht, das bleibt am Ende denn doch offen.